Wir sind hier in der Markthalle in Basel. Es läuft Swiss Las Vegas 4, eine Gala, die wieder ein Meilenstein in der Swiss Las Vegas Geschichte ist. Wer nicht da ist, hat etwas verpasst. Schaut die Bildung. Also ich finde es eigentlich, wie ich mir das gedacht habe, richtig spannend. Es geht richtig ab. Ich hoffe, die gehen sich da richtig auf die Mütze. Und wir freuen uns auf da oben. Ja. Bis jetzt stimme ich 1A. Es hat Promis aus allen Sparten. Es hat Politiker, es hat Sportler, es hat Unterhaltungspromis. Es hat ein bisschen von allem da eigentlich. Die man mehr kennt, die man weniger kennt, was es ganz, ganz viel hat, es hat ganz, ganz viele schöne Frauen. Boxen bedeutet für mich sehr, sehr harte Kampfsportart, genauso K1 und Free Fight ja sowieso, also das ist so das Top vom Top, also wenn da Blut spritzt, kann ich dann auch nicht mehr hinschauen, das ist dann schon ziemlich brutal, aber es ist einfach, ich glaube eben, man trifft hier alle Welt, jede und jede, und es ist einfach eine Faszination da, dass man das gerne möchte sehen. Paolo Balista ist natürlich ein guter Freund von mir und erzählt sehr viel immer über Thai-Box und Fechten mit Arm. Das fällt mir ein. Ich finde Paolo als Kämpfer ja, sehr gut. Er ist der Beste. Ich habe ihn im Dezember gesehen, der zweite Las Vegas Fight Night. Und, er hat dort gezeigt, wann er kann. Und ich freue mich, bis ihn heute wieder gesehen. Bedeutet es einen ziemlich grossen Schritt Richtung noch mehr Eventstadt. Also ich finde es eine super Sache, dass die Organisatoren so einen super Eventstand gebracht haben. Also ich denke, das kann uns noch mehr bringen. Into another time. Das Ereignis mal live gesehen. Bin da extra auf Basel gekommen. Statt immer im Fernsehen, was nicht so überkommt. Also ich muss sagen, es ist also super interessant. Ich bin das erste Mal so anlassen. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spass, jetzt zuzuschauen und vor allem euch wieder mal Leute kennenzulernen oder zu sehen, was man schon Schutzen immer gesehen hat. Also wirklich super. Ich finde den Anlass sehr gut. Es ist ein bisschen warm hier in der Markthalle, aber es ist ein tolles Erlebnis, einer der letzten Anlässe hier zu haben. Und es geht um Kampf. Es ist auch warm auf der Bühne bzw. im Ring innen. Und ich hoffe, dass das ganz gut kommt für Paolo, der den nächsten Kampf wird austragen. Wegen Paolo mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, er gewinnt, er hat sich sehr gut vorbereitet und ist konzentriert. Ich denke, es wird gut gehen. Ja, während dem Training gebe ich ihm eigentlich keine Tipps. Ich schaue einfach, wenn mir etwas sehr auffällt, sage ich ihm schon. Aber ob es etwas bringt, weiß ich nicht, weil ich meine, er kennt sich seit Ewigkeit in diesem Sport aus und ich erst, ja, gehört so. Und, ja, aber ich unterstütze ihn auf jeden Fall immer.